So Leute, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, aber kurze Info nur, was die Custom Games betrifft. Ich werde euch jetzt immer so morgens immer die schön die Tabelle einblenden, damit ihr seht, wo ihr steht oder beziehungsweise ob sich am Tag davor einiges getan hat. Und gestern haben wir nur ein, zwei Stunden gespielt und der Moritz ist der Einzige quasi, der sich unter die Top 10 gearbeitet hat. Der Rest war eigentlich entweder gar nicht dabei, ne, ich glaube, die meisten waren halt einfach nicht da, weil klar, Schule, ich bin noch ziemlich spät online gegangen, aber lassen wir erstmal die Custom Games außen vor. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop, denn heute ist gefühlt irgendwie nicht so viel Gutes drin, in meinen Augen. So, dann gehen wir mal gerade alles systematisch durch, einmal der Kristallskin, dann Prontos zurück, dann Pteraktilus. Gott, ich dürfte nie ein Dinosaurier-Experte sein. Ich würde mich nur verreden. Dann ein kräftiger Biss. Dann der Relaxed Fit John C. ist wieder da. Ja gut, der ist schon nice. Also der Skin ist okay. Zwar ein bisschen crazy, aber ist okay. Dann die Snacks sind wieder da. Dann Krustina ist wieder da. Die Brutzlerin. Gott, ich habe die ganz vergessen, dass es hier aber jetzt als weibliche Variante gibt. So, Kristall hatten wir schon. Dann ist das Sturmlichtpaket jetzt im Shop drin. Da wollte ich nicht hin. Ach, der Skin wird mir nicht angezeigt, weil ich ihn schon habe. Ah, ne, da unten ist er. Also, in dem Sturmlichtpaket ist einmal Sonnenerektion drin, der Skin. Eigentlich ein schöner Skin mit passendem Rückenaccessoire. Dann zwei verschiedene Pickaxe. Dann noch ein Kleider. Plus Nachtglanz, der Skin und der passende Rückenaccessoire. Also ist schon recht, ich weiß nicht, was es bei euch kostet. Das Problem ist, weil ich den Skin schon geschenkt bekommen habe. Grüße gehen raus. Aber da müsst ihr einfach mal selbst gucken. Aber so an sich, du bekommst halt zwei Skins, zwei Rückenaccessoire, zwei Pickaxe und zwei einen Kleider. Ist eigentlich in Ordnung vom Preis her. So, dann haben wir Rebellion wieder mal drin. Aber ich denke, warte mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, ohne dass ich es weiß, ich glaube, der war schon lange nicht mehr im Shop drin. Warte mal, ich könnte gerade ganz schnell nachgucken. Warte mal, zack, 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 zack. Der ist lila, wo ist er? Na, wo hat er sich versteckt? Ja, 666 Tage nicht im Shop gewesen. So viel zum Thema und nichts Besonderes. Also, der war fast schon 2 Jahre nicht im Shop. Okay, willkommen zurück. Dann haben wir Elmira wieder drin. In ihren 4 Stile hat sie jetzt. Davon habe ich ja die männliche Variante, wo mir wirklich hier die 2 Stile am besten gefallen. Aber wie gesagt, muss ja immer jeder für sich selber entscheiden. Natürlich auch mit einem passenden Rückenaccessoire, was sich auch ändern lässt. Dann haben wir beste Freunde Folie. Ansteckend. Dann einen Daumen nach oben. Und Daumen nach unten. So, wie gesagt, der Skin hier war halt, wie gesagt, schon 666 Tage jetzt nicht im Shop. Die Lackierung ist neu. Dann haben wir natürlich wieder das Banderitax-Spinnpaket. Dann die Takara-Sachen sind auch noch alle drin, also die goldene Woche. So, ich schätze mal, die werden wir auch bis zum Wochenende behalten. Dann letzte Lacher-Paket. Dann das Anime-Paket und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop, weil mehr gibt es leider nicht. In Rette die Welt gibt es heute leider wieder keine V-Bucks. Zurzeit sind die da echt ein bisschen geizig. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Start in den Tag und haut rein.